Hallo liebe Zuschauer, heute ist mein Geburtstag, ich werde 45 und ich backe heute für mich einen Geburtstagskuchen, einen Käsekuchen vom Thermomix mit Mandarinen und rote Grütze. Für den Teig brauchen wir 300 Gramm Mehl, 40 Gramm Zucker, 2 Eier, 80 Gramm Speisestärke, 1 Teelöffel Backpulver und 20 Gramm Vanillezucker und 150 Gramm Butter. Butter ist wunderschön und sieht wunderschön aus, wenn man es aufschneidet und in Stücke schneidet und abwiegt. Der Zucker ist auch wunderschön, wie er so runterfällt. Und man muss auch die Speisestärke natürlich auch abwiegen. Die hilft bei der Bindung vom Käse. Die Eier sind sehr wichtig im Kuchen. Dann habe ich hier mal ein Instant-Mehl benutzt. Das war aus Versehen, aber das hat wirklich einen sehr schönen Teig gemacht. Ich benutze meinen TM6 Thermomix. Die Temperatur wird auf 200 Grad Celsius Umluft eingestellt. Ich benutze hier ein permanentes Backpapier. Das kann gewaschen und wiederverwendet werden. Erstmal alle Zutaten für den Teig in den Thermomix einfügen. Der Thermomix eignet sich sehr gut für Suppen, Brotteig, Kuchenteig und diverse Curries und Soßen. Mixtopfdeckel aufsetzen, 20 Sekunden. Linkslauf. Stufe 5. Der Teig sollte schön weich rauskommen. Jetzt knete ich den Teig noch ein wenig auf der Küchenoberfläche und dann werde ich ihn auf dem Blech ausrollen. Nach der Zubereitung des Teiges muss man den Thermomix kurz abspülen mit warmem Wasser. Einfach mal durchlaufen lassen auf irgendeiner Stufe, 3 oder 4, damit er sich kurz durchspült. Und er wird auch relativ sauber. Danach mache ich ihn noch ein bisschen mit einer Bürste sauber. Ich habe diese Bürste neu gekauft, die ist aus Holz und mit Naturborsten. Die ist mega, mega toll. Die habe ich auf dem Oktoberfest gekauft, auf dem Frühlingsfest. Die ist echt empfehlenswert. Bevor wir dann als nächstes die Füllung machen, müssen wir den Teig jetzt auf dem Backblech, auf dem Backpapier ausbreiten. Ich habe versucht, das mit dem Roller zu machen, den indischen, mein indischer Roller für die Chapatis, aber das hat leider nicht geklappt und ich habe keinen anderen in dieser Größe. Deswegen habe ich das jetzt mit den Händen erstmal gemacht und danach ein bisschen mit dem Roller nachgeholfen. Das hat dann am Ende doch recht gut funktioniert. Dann ist er ready für den Belag. Für die Füllung benötigen wir 2 Dosen Mandarinen abgetropft, 300 Gramm Milch, 50 Gramm Zitronensaft, 2 Packungen Vanillepudding, 4 Eier, Obst, die habe ich schon erwähnt, 140 Gramm Zucker, 300 Gramm rote Grütze oder andere Grütze und 1500 Gramm Quark. Die Mandarinen werden durchgesiebt, danach kann man sie noch ein bisschen drücken mit einer kleinen Schale, um das Wasser rauszuholen. Erstmal kommen die Zucker, Eier, Zitronensaft in den Mixtopf und die werden schaumig gerührt. Das Ganze 30 Sekunden auf Stufe 4. Ich mag immer wieder da gerne reinspiegeln, um zu schauen, dass alles richtig passiert. Weiter geht es mit der Zugabe der Milch und des Vanillepuddings. Jetzt kommt schlussendlich der Quark hinein. Es sieht etwas viel aus, es passt aber alles rein. Man soll das ein wenig auseinanderarbeiten. Dann 25 Sekunden auf Stufe 5. Soweit, so gut.
Ich mache diesen Kuchen zum ersten Mal. Es sah etwas flüssig aus. Jetzt verteile ich die abgetropften Mandarinen gleichmäßig auf dem Teig. Hoi, ist das nicht schön? In der Anleitung steht, Creme auf dem Teig verteilen. Das sieht hier nicht so cremig aus, eher flüssig. Wahrscheinlich habe ich irgendetwas falsch gemacht. Aber am Ende hat der Kuchen sehr gut geschmeckt. Aber es könnte schon ein bisschen besser sein. Das Tröpfeln der roten Grütze und das Marmorieren hat wirklich Spaß gemacht. Der letzte Schritt, der Kuchen wandert in den vorgeheizten Ofen. Bei mir war noch etwas Füllung übrig geblieben, hat nicht alles reingepasst. Ich habe es dann als kleine Törtchen nochmal aufgebacken. Der fertige Kuchen sieht ganz gut aus. Es hat auch 40 bis 45 Minuten gedauert. Und er schmeckt auch gut, aber nicht sehr cremig. Mein Mann hat gesagt, der schmeckt trocken.